Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir unsere Spätzle selber machen, weil die gekauften Spätzle, die kriegt man ja nicht durch den Hals, wenn man da nicht mindestens ein Kilo Soße mit drauf hat. Und das ist so super einfach. Wir brauchen auch nur wirklich ein paar Zutaten. Mehl, Eier, Wasser lauwarm und dazu noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Ein Topf zum Kochen für Wasser und schon kann das auch losgehen. Ja, wir haben von Tupperware die Spätzleria. Ja, mit Spatel, um das schön durchzureiben. Und wir machen jetzt erstmal den Teig fertig. Der muss dann noch ungefähr 10 Minuten ruhen, dass sich da ein paar Blasen bilden. Dann muss der nochmal durchgerührt werden und schon kann das dann losgehen. So, jetzt schön durchrühren den Teig. Und umso mehr Wasser man nimmt, umso flüssiger der Teig ist, desto feiner und länger werden dann entsprechend auch die Spätzle. Wenn der ein bisschen fester ist, dann werden das eher Knöpfle. Also vom Geschmack her tut sich da natürlich nichts. Den Spätzleteig kann ich auch in unserem neuen Speedy Chef machen. Der ist ganz neu. Seht ihr? Ich habe mal den Teig umgefüllt. Und kann dann hier mit der Gangschaltung einstellen, wie leichtläufig der funktionieren soll. Wenn ich zum Beispiel hier den auf 1 stehen habe und merke, gerade bei dem Spätzleteig, der ist ja ein bisschen fester als zum Beispiel ein Waffelteig, dann kann ich den auf Nummer 2, auf Stufe 2 stellen und schon ist die Kurbel leichter und kann dann auch meinen Spätzleteig durchrühren. Das ist natürlich der absolute Oberhammer und kann dann direkt in unserem Rührmix 1,25 Liter entsprechend auch den Spätzleteig rühren. Richtig genial, ich mach mal hoch, seht ihr? Das geht hundertprozentig. Und los geht's. Das Wasser kocht für unsere Spätzle hundertprozentig. Hier ist mein Teig. Einfach rein da. So. Den Spatel. Damit reiben wir die Spätzle durch dieses Spätzle-Sieb. Super einfach. Jedes Kind kann das machen. Immer schön hin und her. Und schon. Haben wir es. So, einmal rüber ablegen. So, jetzt müssen wir warten, bis die Spätzle oben schwimmen. Erst dann wissen wir, dass die fertig sind. Also die schwimmenden können wir dann rausnehmen. Und dann kommen die in meinen Siebservierer. Im Übrigen mache ich auch super gerne die Spätzle mal auf eurer Party, wenn ihr das gerne möchtet. So, die oben schwimmen, die kann ich schön mit meinem Spätzle-Sieb, kann ich die rausholen, so, da reingeben. So. Alles klar. Hier ist natürlich super praktisch bei dem Siebservierer, dass das Sieb darunter ist. So kann das überschüssige Wasser, was ich damit rüberschmeiße, unten ablaufen. So, selbstgeriebener Käse, wie immer, mache ich den selber. Zeige ich euch gerne ein Video, wie man das macht. Spart ihr eine Menge Geld und ihr habt echt ganz tollen, fein geriebenen Käse. Und da schichten wir unseren ersten Käse oben drauf. Und das mache ich jetzt weiter. 2, 3 Schichten. Immer Spätzle, Käse, Spätzle.